In diesem Video geht es um die Ligaspieler-Aufgabenkarte von Ruben Neves. Viel Spaß! Wie schon bei Benedetto gibt es jetzt auch zur Premier League einen zweiten Ligaspieler. Wie immer schauen wir uns zunächst die Aufgaben an und werfen dann einen genauen Blick auf die Karte. Alle Aufgaben musst du wie immer im Modus Manager-Meisterstück machen. Dein Team darf hier eine maximale Gesamtbewertung von 77 haben. Dazu brauchst du für die Aufgaben auch ein komplettes Premier League-Team. Dein Team könnte dann so aussehen. Da man für die Aufgaben ja eben ein Premier League-Team braucht und im Manager-Meisterstück spielen muss, kann man die Aufgabe richtig gut mit Fofana verbinden. In diesem Team passt er rein, egal mit welchem Rating. Auf die Bank kannst du dann auch noch Renier packen, um ihn dann einzuwechseln, um mit ihm Aufgaben zu schaffen. Wie du generell die ganzen erspielbaren Karten miteinander kombinieren kannst, erfährst du in unserem Video in der Infokarte. Die Aufgaben zu Ruben Neves sind dann wieder so wie bei den anderen Ligaspielern auch. Man muss insgesamt 15 Spiele gewinnen und dabei am besten 30 Tore und 20 Vorlagen sammeln. In 6 separaten Spielen muss man per angestimmten Schuss treffen. Diesen führt man mit Schuss und der R1-Taste aus. Hierzu haben wir aber nochmal ein genaues Tutorial hochgeladen. In 4 Spielen muss man ein Tor per Flanke vorbereiten. Auch dazu findest du ein genaues Video in der Infokarte. Mit den Aufgaben für Neves hast du noch bis zum Ende der Season Zeit. Schauen wir uns jetzt die Karte mal genauer an. Ruben Neves spielt für Wolverhampton in der Premier League, hat nice 4 schöne Skills sowie 4 schöne Weak Foot. Dazu hat er die guten Arbeitsraten hochmittel. Die Werte sehen alles in allem ziemlich stark aus. Sein Antritt ist gut, dazu sind bei den Schusswerten vor allem die Fernschusswerte richtig gut. Die Passwerte sehen überragend aus, Beweglichkeit und Balance könnten etwas höher sein. Dazu sehen die Defensivwerte richtig stabil aus und er hat eine gute Ausdauer und eine gute Stärke. Mit einem Shadow kann man nochmal ordentlich das Tempo boosten und auch die Defensive perfektionieren. Ruben Neves ist nice zu verlinken, da er zum einen in der Premier League spielt und zum anderen Portugiese ist. Er hat sogar 2 Perfect Links, zu Podens und Semedo, aber auch einige nice Strong Links, wie zum Beispiel zu Fernandes oder Cancelo. Die Karte sieht insgesamt sehr nice für die 8er Position aus. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man ihn also gut mitnehmen. Wir würden ihn auf jeden Fall vor Benedetto abschließen. Was sagst du zu dieser Karte? Schließt du ihn ab? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.